So, liebe Leute, Rennen Nummer 20. Herzlich willkommen in Mexiko. Ja, wir wollen heute mit dem nächsten guten Ergebnis wieder ein bisschen was an Punkten gut machen und zumindest Platz 7 in der Fahrer-WM klar zu machen. Vielleicht mit ein bisschen Glück vielleicht Platz 6, aber ich denke, das wird von den Punkten her nicht machbar werden. Aber schauen wir mal, wie die letzten drei Rennen laufen. Heute Mexiko. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. So. Gucken wir mal. Wir knallen mal gerade ein bisschen was für die Bauzeit raus. So. Ja, Triebwerk brauchen wir auf jeden Fall. Bereit, wach, ne? Schauen wir mal. Ja, wir können gar keine Motoreinheiten mehr einbauen. Also 5 ist wirklich das absolute Maximum. Wir haben jetzt noch 3 Rennen. Ja, müssen wir zumindest. Ja, müssen wir schauen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rein ins letzte Wochenende, vorletzte Wochenende, drittletzte Wochenende. Nächste Woche sind wir in Brasilien, dann nach Abu Dhabi. Das wollte ich eigentlich gerade noch ansteigen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in dieser Saison. Was hältst du hiervon? Ja, wir brauchen eigentlich nicht mehr viel machen, weil ich bin jetzt, die Saison ist durch. Ich will die Punkte gerne mitnehmen. Ich versuche das für nächste Saison in einen Motor einbauen. Und dann schauen wir mal. Jo, gut, okay. Cool, ich muss da was umstellen gerade. Also, Moment. Konfiguration, Audioeinstellung. Hier müsste es irgendwo sein. Funksprache, Kommentarsprache, Deutsch. Warte mal. Ein bisschen was umgestellt alles. Funksprache. Funksprache Englisch, das ist klar. Ja, so. Gut, das ist klar. Gameplay-Einstellung. Das ist nicht. Genau, das wollte ich eigentlich gucken, ja. Ne, alles gut, dann passt das so, wie ich das will. Gut, gehen wir rein, oder? Ne, machen wir noch eine Aktivität rein. Komm, wir hauen noch Aktivitäten rein. Wir haben noch Zeit. So, und dann gehen wir rein. Ins Rennwochenende. So, Reifenauswahl. Ja, wie immer, passt so. Und dann gehen wir rein ins laufende Rennwochenende. Das freie Training an diesem Freitag. So, da sind wir. Und es bleibt das komplette Rennwochenende trocken. Das ist immer ein guter Anfang. Das ist auch eine gute Information. Da bin ich auch ziemlich happy drüber. So, Wettervorhersage haben wir ja gerade gesehen. Das ist wunderbar, dass wir alles trocken haben. Und dann gehen wir mal rein ins erste freie Training an diesem Freitag. Damit wir auch ein bisschen was gefahren bekommen. Wie immer, ne? Ja, mich ärgert es immer noch am Dienstag. Das ist ja gerade umgegangen. Es war so ein starker Rennen. Ich bin so zufrieden gewesen beim Rennen. Ja, und dann sagte das Lenkrad, ne, ich gehe mal aus und du bist in der Wand, da wo du hingehörst. Ärgert mich gerade so ein bisschen. Momentan ist das Geld auch nicht da, um ein neues Lenkrad zu kaufen. Naja.
So, nächste Saison wird es auf jeden Fall auch ein neues Auto geben, das ist klar. Ein neues lackiertes Auto. Ich muss mal gucken, wie die Lackierung noch ist. Ich mache das auf jeden Fall noch mit fertig und dann stelle ich euch das Auto definitiv zum Eingang in die neue Saison vor. So, okay. Und ich hoffe mal, dass wir die Fahrerpaarung behalten können. So, okay. Ja, bin mal gespannt, ob wir es noch hinkriegen heute. So, ich habe jetzt alle Setups drin für alle Rennen. Noch bis zum Ende der Saison. Make sure to run some of our practice programs. They don't all need to be done in one session, but there's valuable data there to help race strategy and car development. So, okay. Gehen wir mal raus auf die Rennstrecke. Autodromo Hermanos Rodriguez. So heißt der Grand Prix, bzw. heißt die Strecke. Ja, und wir wollen hier hoffentlich mit einem starken Ergebnis was mitnehmen. Was Punkte betrifft vor allen Dingen. So, ja, vor den USA haben wir die neue Einheit drin gehabt, neue Motor drin gehabt und das müssen wir tatsächlich damit jetzt in Mexiko, USA und Brasilien, Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi auch noch klarkommen. Also ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Weil mehr können wir nicht machen. 5 Einheiten sind pro Rennen. Pro Rennen klar. Ja, sonst müssen wir wieder eine alte Einheit einbauen, zumindest was die Antriebseinheit betrifft. Naja, gucken wir mal. Die Rundenzeiten sind irgendwo bei 1,15, 16, 17, 18 Dreh rum. Gucken wir mal. Hier geht es ja schon in den Stadionteil, aber das. Hoffen wir mal, dass wir das hier ohne Probleme schaffen. Dann sind wir nämlich schon durch mit der Runde. Also, so lange ist er nicht. So, auf geht's. Zeigen wir mal, der Verbleib soll das was noch können. Ab Platz 8 in den USA, da war ich echt ein bisschen unzufrieden, weil das wäre mehr drin gewesen, definitiv. Durch den Box ist aber haben wir viel verloren am Ende und kam nicht mehr hinterher. Aber das soll uns jetzt nicht weiter beschäftigen. Unser Ziel ist es halt, wie gesagt, nochmal anzugreifen hier im letzten Saison, in den letzten 3 Saisonrennen. Aber hier Richtung Polen mal schielen können, damit wir mit meinem vorderen Blitzen, um Blatt abzuwarten. So. Angriff, die letzten Teile. Na klar, sind die Sektoren jetzt alle so violett, aber ich dachte, da hat dann keiner auf der Strecke ist. So, aktuelle Zwischenzeit 20:3. Na gut, es ist klar, dass da noch so viel Zeit fehlt. Aber auf Medium wohlgemerkt auch. There's 3 laps of fuel remaining. So, nochmal erster Sektor, der klar vorne auf Bestzeitkurs ist, aber. Und dann dieser blöde Knirschel. Ja, das. Da haben wir ein bisschen was verliegen gelassen. Durch das. Diesen blöden Quersteher.
Und dann ist natürlich auch die Runde komplett am Arsch. Wir führen momentan das Rennen an. Beziehungsweise die Session, also um ist es richtig. Mit unserer Perez auf Hard. Ein Saisonsieg dürfen wir ja feiern. Mit ein bisschen Glück Kanada. Aber, ja, wie gesagt, das ist durch das Safety Car noch am Ende. Das hat es ein bisschen den Vorteil gebracht, sonst wäre das wahrscheinlich auch nicht weiter da vorne gegangen. Aber gut. Wahrscheinlich muss man auch ein bisschen Glück haben. In Ungarn Platz 2, einige Podiumplätze haben wir ja auch kassiert diese Saison. Mal gucken, was in dieser Saison passiert. Mal gucken, was im Finale, Saisonfinale noch passiert. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. So, natürlich ist jetzt klar, dass jetzt nichts mehr wirklich dramatisch gut wird. Wobei der letzte Sektor nochmal violett war. Und dann führen wir vor Giovinazzi und Perez und dann Mick. Ich fahre noch eine Runde. Weil die Strecke halt kurz ist. Und jetzt gehen die Bremsen langsam schon auf im Arsch. Muss jetzt ein bisschen auf runterschalten vom Spritverbrauch her, weil der gerade ziemlich heftig wird. Um auch ein bisschen den Motor zu schonen. Und wie gesagt, dann fahren wir noch eine Runde, also 5 Runden kriegen wir hin in dieser Session. Denke ich mir mal zumindest. Kvyat jetzt ebenfalls hinter uns. Jetzt 21,5 ist natürlich nur jetzt gerade ein bisschen Runden abzuspulen. Ja, bis 20 fahren wir, ja. Okay, just want to remind you to keep an eye on your tire temperatures, which you can do on the temperature panel of the MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. Ich muss gerade ein bisschen runter vom Gas gehen. Wenn mir gerade das Benzin so wegfließt, sind wir nur 0,09 Runden plus. Also weiß ich, wir werden letzte Runde definitiv schleichend ins Ziel bringen. Das heißt, wir werden dem Haas jetzt ein bisschen im Weg stehen, aber das löse ich jetzt gerade auf, dass ich das mal... Och, leck mich doch mal. Ist das ein Magnussen? Ist das... Ja, das könnte Magnussen sein. Ja, ist es auch. Bei dem weiß man auch nicht, wie es weitergeht, ne? Der wird auch nächste Saison, also der Real Formel 1, nicht mehr in seinem Auto sitzen. Genauso wie Grosjean, Haas tauscht ja beide Fahrer aus. Vermutlich, dass es Mick wird, der das zweite Auto kriegt. Kann man gucken, dass die wieder Teamkollege wird. So, sehe ich den Ferrari hinter mir, das ist klar. So, wie wir es jetzt war, gerade das Vettel oder Leclerc war. Und dann schauen wir mal, wie das Feld auch hier durchgemixt wird. Nächste Saison bei uns hier, also im Spiel. Ja, und bei der war gestern auch noch der Release der PlayStation 5. Bei mir wird das noch eine ganze Weile dauern, bis ich da mal irgendwas von spielen werde. Liegt auch ein bisschen am Finanziellen, das. Ja, ist halt momentan schwierig. So.
Gut, dann haben wir die erste Trainingssession abgearbeitet. Dann sind wir da durch. Für heute schon, also für jetzt. Geht das schon wieder los? Gut, dass es jetzt nicht im Rennen ist. Man merkt gerade, startet sich etwas mal wieder kurz neu. So. Ach, das nervt mich gerade so ein bisschen. Gut. So, we'd like to run the acclimatization program if you have a chance before qualifying. It'll give us a good indication of our relative pace and consistency. Ja, ja, lass mich in Ruhe. Gut, gucken wir mal, wie die. Ja, Hamilton, klar, okay. Ja. Ja, an die Top Teams sind noch nicht reingekommen. Wir stehen zumindest mit dabei oben. Das ist ja zweiter Sektor, ne? Zweiter, dritter Sektor, das ist es dann am Ende. Bottas, Hamilton, Viertelzeit, so dann wie auf 5. Wenn alles gut läuft, wenn es so bleibt. Und auf Software hat wirklich keiner, ne? Gut. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Bottas, Hamilton und Sebastian Vettel. Das war's, das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Es kann auch sein, dass wir ein neues Team, neue Teamnamen bekommen, mal gucken, wie es dann wird. Fakt ist, wir definitiv ein neues Auto. Also neue Lackierung. Schauen wir einfach dann mal. Gut, je nachdem, wie der Motor am Ende läuft. Ich würde gerne einen Mercedes-Motor nehmen. Aber müssen wir gucken, was finanziell vor allen Dingen zur Auswahl steht. Eigentlich würde ich gerne den Honda-Motor rausnehmen. Wäre er dann zwischendurch einfach doch zu schwach. Naja, gehen wir mal rein ins zweite freie Training. So. So, okay, dann gehen wir mal rein ins zweite freie Training. Die harten brauchen wir gar nicht zu fahren, weil die werden mal rennen, wenn die keine Alternative sein. Vermute ich zumindest nicht. So, dann gehen wir mal rein auf die Strecke. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. So, ich schau mal gerade ein bisschen. Jetzt schau mal gerade ein bisschen auf Benzin, damit wir die in der Outlap hier. Jetzt versuchen wir es mal auf den Soften. Die bringen auf der Strecke. Platz 5 war das erste. Also das erste freie Training. Und das ist ein gutes Ergebnis. Mein Ziel ist es halt, wie gesagt, gerne noch Platz 6 anzugreifen, was die Fahrer und was die Konstrukteurswerden betrifft. Da bin ich nämlich ziemlich zufrieden. Und dann schauen wir mal, was die neue Saison bringen wird. Dann mit dem neuen, hoffentlich neuen Auto, mit dem neuen Motor. Aber schauen wir mal. Ah, es geht hinten in die S rein noch. Mhm.
dann ab ins Stadion hier. Und dann geht es schon in die letzte Kurve. Und dann schauen wir mal, was die... So. Und dann schauen wir mal, was jetzt der Starter die neue Runde begeht. So, das ist doch schon mal violett. Ja, gut wird die Runde nicht, definitiv nicht. Da muss egal. Müssen wir gleich im zweiten Versuch nochmal eine Runde setzen. Klar wird sie jetzt die schnellste, weil halt doch keiner auf der Strecke ist, aber gut war sie nicht, definitiv nicht. Ja, da dreimal letzte Reihe hintereinander mit Japan, USA und halt das vor Singapur über viermal, glaube ich, war es. Und Russland auch. Wollen wir jetzt mal wieder ein bisschen was reißen. 19,5 ist natürlich alles andere als gut. Was ich ja gesagt habe. So, jetzt schauen wir mal, wenn wir das gut gemacht bekommen. Weil nach der Kurve, in der nächsten Kurve sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Vorher ist wieder ein Haas. Grosjean, glaube ich. Wenn ich aus dem Augenblick gesehen habe. Ja. Dürfte Grosjean sein. There's three laps of fuel remaining. Ja, ist ein Haas definitiv und es ist Grosjean, tatsächlich momentan noch 7 liegt. Allerdings ohne Zeit und es ist natürlich jetzt übelst auffällt. Aber jetzt ein bisschen mitnimmt. ...18,8 momentan. So, Angriff gegen den Haas. Unser Ex-Rivalen. Das ist halt wie gesagt das, was ich meine. Das ist wieder mal mein Lenkrad, was dachte ich, darf ich mal. Ich kann nämlich nichts machen hier. Das Lenkrad schaltet sich neu. Have set us back a little. So. Ach man, das ist so zum Kotzen gerade. Das war jetzt einfach. Jetzt hatte ich gar keine Dings mehr. Das auf einer guten Runde. Ich war eigentlich bin gut in die Runde reingestartet. Genau das meine ich halt. Das versaut mir jedes Mal meine Runden, meine Rennen, mein alles, ey. Mann. Fuck mich nicht ab, ey. So, jetzt funktioniert es wieder irgendwie, aber ich muss halt wieder nochmal neu gestartet. Also es hat sich nicht selber neu gestartet, sondern ich muss jetzt nochmal neu starten, manuell. Irgendwie hat es auf einmal gar keine Dings mehr gegeben. Scheiße, ich hab einen schönen... Ich war froh, dass ich den Haas vor mir hatte, der mich ein bisschen mitgezogen hat am Anfang. Ich bin schön in die Runde reingekommen. Naja, probieren wir es nochmal. Müssen ja.
So, schauen wir mal. Set fuel mix 1 if you want to save the engine for the race. Na, was willst du sonst machen? Ich muss das Rennen ja irgendwie versuchen zu reißen. Wir haben noch zwei Sessions vor uns. Das heißt, heute werden wir ein bisschen weniger fahren. Ja, bis wir jetzt werden wir ein bisschen weniger fahren. Also die Runde noch mit nach Hause zu nehmen noch. Ich weiß nicht, was da wenn die Zeit, die Mercedes-Zeiten sind, aber wenn die natürlich klar so schneller sind als wir. Das ist wieder am Ende verloren, ey. Bin ich so schlecht durch die Stadionteile durchgekommen. Da bin ich so schlecht durch den Stadionteil durchgekommen. Da verliere ich die komplette Runde. Mann! Bin mich ein bisschen aus dem Konzept raus. Das wird definitiv keine Top-Teils werden. Oder vielleicht doch? Also rüber, die anderen auf Medium, Bottas auf Soft, also auch über eine halbe Sekunde hinter uns. Und damit haben wir tatsächlich mal eine Trainingsbestzeit. Wenn da nicht irgendwie noch plötzlich doch was dazwischen kommt und noch einer sagt, ich hau da nochmal eine Bestzeit raus. Ach stimmt, der neue Podiumspass ist ja da, ne? Ach. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Verstappen und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, gut, dann sind wir durch mit Training 2. Wir gehen jetzt gleich direkt rein ins Training 3. Dann haben wir den Freitag für heute durch. So. Let's go. Dann gehen wir mal auf unsere fliegende Runde. Und dann schauen wir mal, ob wir noch was geholt bekommen. Geht's los jetzt auf unsere persönliche gezeitete Runde. Let's go.
So, Science mittlerweile mit der Beste 19.2. Versuche ich die mal gucken, ob wir die knacken können. Ich erwarte nicht, aber Moment, die Runde ist gar nicht so schlecht, hier rauszukommen. 17, 18, die kriegen wir in 18, 5. Weltklassezeit, gute Zeit, bin zufrieden. Russell jetzt und Williams. So, mal schauen, ob wir nochmal eine Runde. Klar, das ist definitiv nicht absolute Top-Zeiten. Also die 1.14er Zeiten, die ich da so ein bisschen mit meinen Freunden sehe, die werde ich nicht erreichen, nicht hier. So. Mal gut rausgekommen. Da muss ich gerade durch diesen Quersteher, muss ich die Runde gerade aufmachen. Da muss ich die Lenke komplett aufziehen gerade. Und verliere über eine Sekunde. Können wir hier unseren zweiten Saisonsieg holen? Wir haben noch gute 4,5 Minuten in dieser dritten Trainingseinheit. Er sollte es wirklich sein, tatsächlich mit seinem eigenen das Team zu verlassen und alles ein neues Team zu kriegen oder neue Angebote bekommen. Das wollen wir mal gucken, ob es geht. Ich weiß gar nicht, ob wir bleiben können. So. Versuchen ein bisschen noch zu fahren. Bestzeit wird es keine mehr werden. You're nearly out of fuel. Almost out of fuel. You need to pit within the next two laps. Noch 23 Minuten. Also 3 Minuten für uns quasi noch. Boah, momentan führen wir vor Sainz, Albon und Russell. Und ja, die Anzeige ist neu, es gab jetzt vor kurzem ein Update. Ist nur so nebenbei. Jetzt werde nämlich links auch die Strafen angezeigt, wer wie viel Strafen hatte. Ja, ich denke, da sollte das passen von der Zeit her. Zu schnell. Ja, dann kann man hier ein bisschen schnell drin. Hamilton ist auf 4. Ja, dann sind wir durch mit dem freien Training diesen Freitag.
Halbe Sekunde vor Verstappen. Momentan haben wir die Red Bull auch im Griff. Also, ja, auf einmal läuft das ein bisschen besser. Mal gucken. Der muss auch noch so ein bisschen. Der hat sein bestes Rennen halt in Großbritannien, aber Fünfter geworden ist. So. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir uns noch einmal die drei Bestplatzierten an: Richards, Sainz und Lando Norris. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende. Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Ja, wir liegen vorne von den McLaren, dann Ferrari, dann Red Bull und dann den Mercedes erst. Also Ricciardo nur auf 8 als Rivale. Mal gucken, wie das Rennwochenende noch so läuft. So, dann haben wir das auch durch. Und dann sind wir als nächstes im Qualifying gefordert, nämlich morgen um 14 Uhr dann wie immer. Geht das her, samstags halt. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gut, dann sehen wir uns wieder morgen um 14 Uhr. Bis dahin und tschüss.